Klassischerweise bei Funktionsstörungen der Gleichgewichtsorgane wird ein Vestibulartraining durchgeführt. Ein Vestibulartraining ist dafür da, damit Gleichgewichtsorgan, Augen und Bewegungsapparat miteinander abgestimmt werden und neu trainiert werden. Klassischerweise bei Funktionsstörungen der Gleichgewichtsorgane wird ein Vestibulartraining durchgeführt. Das klassische Vestibulartraining beinhaltet drei Komponenten. Zum einen, dass man ein Ziel fixiert und dabei den Kopf bewegt. Man kann den Daumen nehmen und den Kopf nach oben und unten bewegen, nach rechts und links und in die Diagonalen. Man kann dieses Ziel natürlich gezielt verfolgen und den Blick halten. Und das dritte ist, dass man sich Ziele aussucht, zum Beispiel beide Daumen, und von rechts nach links zielsicher draufschaut. Bei uns in der Tagesklinik lernt man zunächst die einzelnen Übungen in unterschiedlichen Positionen. Diese eine Woche Training ist sehr intensiv. Diese Übungen sollten dann im Anschluss weiter, am besten täglich, mehrfach durchgeführt werden. Einzelne Übungen lassen sich aber auch in den Alltag integrieren.